Hallo und herzlich willkommen, liebe Lego-Freunde, hier zum Review des neuen Lego Technic 42140, dem appgesteuerten Transformationsfahrzeug. Das Set ist jetzt seit 1. März 2022 zu einer UVP von 129,99 € sowohl im Handel als auch bei Lego direkt erhältlich. Die Teilanzahl liegt übrigens bei 772 und die Altersangabe legt Lego mit 9 Jahren plus fest. Und wir schauen uns jetzt in diesem Review an, was das Teil so alles drauf hat, welche Vor- und Nachteile es so mit sich bringt und auch wie dieser Transformationsmechanismus im Detail funktioniert. Es wird spannend, bleibt also auf alle Fälle bis zum Ende dran. Und ich lege jetzt hier das Modell mal kurz auf die Seite und wir schauen uns die Box an. Das ist die hier, beziehungsweise starte ich damit mit der Rückseite der Box, denn wir, Moment, ich muss über seitenverkehrt denken, hier an diesen Einreißlaschen sehen könnt, ist das die Rückseite. Die Front sieht so aus. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass sowohl die Vorder- als auch die Rückseite so bedruckt sind wie eine normale Vorderseite. Ist auch mal was Neues. Wir sehen hier auch hier ein bisschen vom Kippmechanismus schon angedeutet und hier natürlich, es ist ein Control Plus Set. Das heißt, Leute, die mit Control Plus nicht warm werden, werden dieses Set wahrscheinlich auch auslassen. Ich finde, es lohnt sich aber zumindest mal darüber zu sprechen, welche Vor- und Nachteile es ebenso mit sich bringt. Natürlich ist noch immer keine Fernsteuerung enthalten, das steht auch hier unten drauf. Wir müssen immer noch ein Smartphone oder Tablet unserer Wahl zur Hand nehmen. Insgesamt an Control Plus Elementen haben wir übrigens hier auf der Seite stets zwei Control Plus L Motoren sowie einen Smart Hub. Hier auf der Seite sieht man noch ein bisschen was zur Steuerung, dazu komme ich auch dann gleich. Die Box darf mal kurz auf die Seite und als nächstes schauen wir uns mal Anleitung und Stickerbogen genauer an. Dazu schnappe ich mir hier mal wieder meine zweite Kamera, schalte das mal um. Und zack, das immer. Das ist der Stickerbogen. Ich zähle jetzt mal auf die Schnelle. Die höchste Ziffer, die ich gerade sehe, ist 29 verschiedene Aufkleber. Wunderbar farblich natürlich zu unterscheiden von der Ober- respektive Unterseite des Modells. So viel zum Aufkleberbogen. Das hier ist die Anleitung. Gibt auch hier einen QR-Code natürlich noch dazu. Das Modell ist kein Lizenzset, das bedeutet, dazu haben wir vorne in der Anleitung nichts. Wir haben hier ein bisschen was, wieder an Hinweisen zu Control Plus und hier eine Übersicht über die einzelnen Tütengruppen. Zu Beginn wird mal das Chassis mit den beiden Motoren und dem Smart Hub gebaut. Danach wird sich ein bisschen um die Verkleidung gekümmert, was die Fahrersitze so angeht. Danach werden die Rollenbatterien, ich nenne es jetzt einfach mal so, auf den Seiten gebaut und zum Schluss, das ist dann der Heidenspaß, da geht es ans Kettenknüpfen und das Besondere an diesen Ketten ist, dass es darauf, das seht ihr hier auch, diese Gumminoppen gibt, die ja einzeln relativ teuer sind, ich glaube über 10 Cent pro Stück, was ich so mitbekommen habe. Und jetzt sehen wir gleich mal, wie das gebaut wird, baut sich insgesamt auch tiefenentspannt, nichts wirklich weltbewegendes. Wir blättern mal ganz nach hinten, wir haben insgesamt 125 Seiten, dann ist das Set fertig. Danach wieder ein bisschen was zu Control Plus. Ewig viele Seiten Batteriehinweisen. Hier auch, Achtung, der neue Smart Hub, mit dem wir sehen es hier, 4 Schrauben. Warum um alles in der Welt das 4 Stück sein müssen und warum eine nicht gereicht hat, ich weiß es beim besten Willen nicht, aber wir haben 4 Schrauben bekommen, die wir nun aufschrauben dürfen. Hinten nochmal eine Übersicht, interessanterweise nicht über die aktuellen Control Plus Modelle, die am Markt erhältlich sind, sondern über die Monster Jam Pullbacks. Aber Lego wird schon wissen, was sie tun, nehme ich mal an. Dann haben wir hier noch eine Doppelseite-Teileliste. Da könnt ihr auch gerne mal auf Pause drücken, wenn ihr Lust habt. Wir haben auch hier wieder diese Kabelmanagement-Teile. Wir haben natürlich die Motoren, die großen Räder hier, Räder und Anführungszeichen Zahnräder eher, die wir schon aus dem Cat Bulldozer kennen, hier jetzt in Dark Bluish Grey auch. Und Achtung, Teile-Highlight, ein neues Rahmenmodul. 3 Noppen lang und 3 Noppen breit und ziemlich lang, auch immer mit diesen gegenüberliegenden Pinlöchern. Ich halte es euch mal ein bisschen näher in die Kamera, damit ihr das auch sehen könnt. Ist jetzt hier auch das erste Mal vorgekommen, soweit ich weiß. So, und damit hätten wir die Anleitung mal fertig. Ich schalte zurück auf die Hauptkamera. Die Baucam hier kam mal auf die Seite, genauso wie der Stickerbogen. Und es soll ja endlich ums Modell gehen. Wir messen es auch gleich mal aus, dann haben wir da schon mal eine Übersicht über die Größe. 26 cm in der Länge, ich klappe es mal ein bisschen ein.
Dann nochmal hier mit den Paneelen, die noch rausschauen, sind wir so bei knapp 20 cm in der Breite. Und jetzt, ja, Pi mal Daumen, 12,5 bis 13 cm in der Höhe. 780 Teile, 772, knapp, würde ich sagen, das ist vom Teilepreis-Leistungsverhältnis, ich zeige euch das Set mal direkt aus der Nähe, schon mal deutlich besser als noch der Vorgänger der Control Plus Buggy oder der Vorvorgänger, nämlich die Top Gear Rally Sportauto Variante, die ja jeweils nur weniger als die Hälfte der Teile hatten. Gut, dafür haben wir hier jetzt auch relativ viele von diesen Gumminoppen und die Kettenglieder, das darf man natürlich auch wieder nicht vergessen, aber insgesamt so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her schon mal etwas besser. Und zwar hat das Set hier auch eine Funktion, die die anderen nicht bieten können, und das ist diese Transformationsfunktion in dieses Fahrzeug hier. Ihr seht hier auch schon, wie das in etwa funktioniert, das zeige ich euch gleich mal im Detail, dazu stelle ich hier Kamera wieder um. Das ist jetzt also das zweite Modell, so eine Art der so Arktis-Expeditionsfahrzeug. Apropos, wo wir gerade bei der Optik sind, das ist so die einzige Perspektive, wo es wirklich störend ist, dass man das untere Modell sieht. Auch wenn ich das umdrehe, haben wir hier das gleiche in Grün, respektive in Blau. Ich glaube, das kann man halt einfach nicht besser lösen. Aber so, ansonsten finde ich es hier, also das gefällt mir fast als ja, als normales Fahrzeug fast besser. Sowas können Sie auch mal alleine auf den Markt bringen. Vielleicht mit Schneeschieber, vielleicht hinten mit einem Kran oder so, aber das sind so meine Träumereien als Technik-Fan. Wir haben hier, wenn wir mal mit den Funktionen unter Anführungszeichen beginnen, eine Art Ladefläche gebaut, bestehend aus Smart Hub und Motor. Da kann man auch was rauflegen, funktioniert auch, fällt nicht runter, solange man, bis man es halt kippt. Und das ist dann der Transformationsmechanismus. Ich habe das früher schon gesehen, ich kann auch das hier jetzt runterdrücken, das sitzt. Wie sieht man es denn am besten? Ich glaube, ich gebe das nochmal rauf. Genau, hier sehen wir es. Ich gebe mal ein bisschen mit dem Fokus besser rauf. Genau, hier sehen wir es. Hier innen drin sind jeweils eine graue Feder verbaut, die hält es dann so ein bisschen in der Position. Wenn ich jetzt hier allerdings ein bisschen wackel, dann rutscht das wieder durch. Das Teil fährt dann auch hier direkt auf diesen Rädern aus Gummi, also das ist auch schön mit Gummi überzogen, nicht nur das nackte Plastikrad allein. Hier oben bei dem Modell haben wir dann zwei und so fährt es dann. Ganz cool auch hier dieser Heckspoiler, der, hier sieht man es auf der Seite drinnen. Moment, so, das ist mit einem Gummiring gesichert. Das bedeutet, wenn das kippt, ich zeige es jetzt hier mal, also wenn ich das vorne runterdrücke, dann geht automatisch auch hinten der Heckspoiler runter. Hier in dem Bereich ist noch was Spannendes, und zwar dieser grüne Knopf hier, das ist eigentlich so ein Kabelmanagement-Teil. Allerdings ist das, und das ist jetzt fraglich, ob ihr das sehen werdet, ja, ihr seht es hier unten drunter am Smart Hub, wenn ich das hier runterdrücke, seht ihr eine, so, nochmal versuchen mit dem Fokus, dass ihr da mehr sehen könnt. Da gibt es eine gelbe Achs, einen gelben Achsstopper. Ungefähr hier drunter ist sehr schwer zu sehen, aber der drückt auf den Startknopf vom Smart Hub. Damit wird das ganze Modell dann aktiviert. 6 AA-Batterien sind jetzt drinnen. Damit ist das Fahrzeug funktionsbereit und wir können uns anschauen, was uns in der App dazu erwartet. Die App sieht übrigens ein bisschen neuer aus. Das hat es anscheinend jetzt mit dem neuen Update auch hier eine neue Oberfläche mit dazu gegeben. Unten kann man sich die Modelle auswählen. Es sind auch noch die beiden vom Markt gegangenen Modelle, der Liebherr und der 42099 Offroader sind auch noch drauf. Das ist löblich, das ist schön. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Teil fährt. Wir hören hier auch schon diesen sonoren Motorsound, wenn ich hier mal die Lautstärke raufstelle. Aber ich glaube, das ist eher nervig, deshalb schalte ich das lieber gleich wieder aus. So sieht die Oberfläche aus für ein Modell. Das ist jetzt hier für das Blaue. Wir können jetzt hier, ich zeige das so ein bisschen, wieder mit dem Finger versuchen zu steuern. Und damit können wir das Modell dann fahren lassen. Wird auch einigermaßen schnell und wie ihr gesehen habt, sogar mit Wheelie-Funktion unter Anführungszeichen. Sehr cool. Kann man natürlich auch langsamer steuern. Es gibt hier auch spezielle Knöpfe wieder. Ich schalte mal auf die Kamera wieder um, wenn wir uns hier mal das Profil in der App
anschauen. So, wir haben hier in der Mitte ein Feld, auf das komme ich gleich zu sprechen. Dann haben wir hier links und rechts wieder den Neigungssensor, der uns anzeigt, wie viel Grad das Modell geneigt ist. Das hier, diese zwei Tasten mit den Drehsymbolen. Wenn ich auf die Kamera wieder umschalte, kann ich euch gleich zeigen, was das ist. Wenn ich hier drehe, dreht sich das einmal im Kreis. Manchmal ein bisschen länger, manchmal weniger lang. So lang wie jetzt war es noch nie, dass der gleich mal vier, fünf Runden fährt. Aber okay, ist anscheinend auch noch so ein verstecktes Feature. Dann, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Wenn wir hier oben in dieses Menü gehen, dann sehen wir hier was wirklich Cooles. Da bietet die App effektiv Mehrwert, muss ich wirklich sagen. Wir sehen hier nämlich, welche Distanz wir mit dem Modell gefahren sind, wie die Fahrzeit in Minuten, wie sich das, also was die Fahrzeit in Minuten beträgt, natürlich meine ich, wie es rückwärts gefahren ist, die Anzahl der Fahrzeugumdrehungen etc. Das Gute ist, wir können das für jedes Modell nochmal einzeln sehen. Wir können auch hier noch auswählen. Da gibt es dann auch, wie viele Bergauffahrten man überwunden hat, was die höchste Steigung ist, die höchste seitliche Neigung und so weiter. Es gibt hier dann auch anscheinend ein Spiel, das habe ich jetzt zuerst noch nicht in der App entdeckt. Vielleicht habe ich es einfach auch übersehen oder das kommt dann erst. Also da bietet sie wirklich einen coolen Mehrwert, muss ich wirklich sagen, dass man das auch so statistisch etwas nachvollziehen kann. Aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Kippfunktion und die zeige ich euch jetzt. Wenn ich das jetzt hier wieder zurückgehe aus diesem Menü raus, das haben wir gesehen, das ist die Steuerung fürs blaue Modell. Wenn ich das jetzt hier so mal kippe, Achtung, ihr habt es gesehen, der schaltet tatsächlich um. Durch den Neigungssensor erkennt die App, wie das Modell positioniert ist. Und wir haben hier ein zweites Profil. Auch hier gibt es wieder diese Knöpfe, damit der sich dreht. Ich glaube, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Auch hier natürlich wieder den Neigungssensor, wenn hier der Fokus auf die Kamera drauf geht, natürlich, das haben wir auch wieder mit an Bord. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Kippmechanismus tatsächlich funktioniert. Das ist jetzt so für einen allein ein bisschen tricky zu zeigen, weil ich jetzt hier die Verpackung als Wand unter Anführungszeichen festhalten muss. Aber ihr könnt das natürlich, wenn ihr das Modell habt und damit spielt, einfach zu Hause gegen die Wohnzimmerwand oder so fahren. Dann kippt der rüber. Der hat nämlich dank diesen ganzen Gumminoppen ordentlich Grip. Also da passiert auch nichts, der steht in den seltensten Fällen vor der Wand an und die Ketten drehen durch und da tut sie nichts mehr. Ganz im Gegenteil, zeige ich euch jetzt. Mal schauen, dass ich das einigermaßen gut starte. Hast du Lust loszufahren und die Gegend zu erkunden? Probieren wir es mal. Nein, liebe App, das habe ich nicht Lust. Auch die Fortschritte können verloren gehen. Es ist immer wieder schön, wenn das im Live-Versuch dann nicht funktioniert, direkt während dem Steigungstest. Ha, ja. Schön, Control Plus. Manchmal weiß man auch, warum nicht jeder damit zufrieden ist. So, wir schauen uns mal an. Und so, schwupps. Die Motoren ändern dann durch die App auch die Drehzahl, also die Drehrichtung besser gesagt, damit man dann auch weiterfahren kann. Und so bin ich dann auch wieder im anderen Menü tatsächlich auch gelandet. Das gleiche probieren wir jetzt auch nochmal so, bisschen mit Anlaufzeit. Sollte die App vielleicht auch so drehen, dass ich sehe und nach vorne steuern kann. So, probieren wir es nochmal. So, und schwupps, man kann direkt so dann damit weiterfahren. Das ist der ganze Zauber. Für die ursprünglich, so wie ich erwartet hätten, dass das mit einem eigenen Motor vielleicht gesteuert wird, so eine Kippfunktion, das nicht. Aber das, was sie mir im Endeffekt bekommen haben, ist auch ziemlich cool. Der Coolness-Faktor ist hier jetzt ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass ich die Schachtel festhalten muss. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Gerade für Kinder, denke ich, ist es doch cool, wenn man jedes Mal probiert, schafft es an der Wand, schafft es an der Wand, bei welcher Steigung, wie kommt er hoch, auch durch die Gumminoppen und so. Das ist wirklich cool. Also von diesen 330 € Control Plus Modellen ist das hier definitiv und mit Abstand das Beste. Ist auch kein Lizenzmodell, hat den besten Teilepreis und auch so. Also Hub und Motoren einzeln kaufen, wenn ihr die Elektronik haben möchtet, der Hub bei Lego direkt 80 €, um Gottes Willen, nein. Die Motoren einzeln 35 €, klar, gibt es bei Bricklink und anderen privaten Anbietern im Netz natürlich günstiger. Aber auch so zum Ausschlachten, wenn ihr an die Gumminoppen rankommen möchtet, ist das wirklich
ein sehr guter Deal, vor allem wenn man es dann mit Rabatten für um die 90 € bekommt. Da kann ich dann eigentlich nicht meckern. Klar, Optik und so, Gewöhnungssache, ob einem das hier vor allem dann gefällt. Aber als das, was es ist, nämlich ein Fun-Mobil, ein Spaßmobil, dafür kann ich es wirklich empfehlen. Und das ist für heute auch mein Schlusswort. Ich lege die App wieder beiseite. Klar, uns fehlt immer noch ein B-Modell. Das ist natürlich schade, aber da gibt es vielleicht schon bald begnadete Mocker, die wir es auf Rebrickable stellen. Da werde ich dann in Zukunft auch mal drauf schauen. Für heute war es das. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, liked und shared es. Und demnächst schauen wir uns dann entweder den kleinen Telehändler oder die BMW an, je nachdem, was ich schneller gebaut bekomme. Und für heute verabschiede ich mich, macht's gut und bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss und ciao.